Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video möchte ich euch mal wieder etwas mit Bügelperlen zeigen. Und zwar diese lustigen Armbänder. Ich habe hier einmal eins in Regenbogenfarben und eins in Pink. Und die sind super einfach zu machen. Ihr braucht dafür nur Hutgummi. Das bekommt ihr im Supermarkt oder auch in Handarbeitsgeschäften oder in den Handarbeitsabteilungen von Rossmann und DM oder auch Müller, also in verschiedenen Handarbeitsabteilungen oder auch natürlich im Internet. Also das bekommt man fast überall. Das ist super praktisch, das ist halt eben elastisch und dadurch lassen sich die Armbänder ganz einfach auf- und abtun. Und um den Knoten, der das Ganze nachher zusammenhält, richtig gut zu fixieren, braucht ihr ein bisschen Sekundenklebe oder andere Klebe. Dann braucht ihr eine Schere und ungefähr 30 bis 40 Bügelperlen, je nachdem, in welcher Größe ihr das machen möchtet. Und ja, dann kann es eigentlich schon losgehen. Für das Armband starte ich als erstes mit dem Hutgummi. Und ich brauche ein Stück, was ungefähr viermal um mein Handgelenk passt. Also ich lege es einmal rum. Und den festhalten so ein bisschen. 1, 2, 3, 4. Also so ungefähr. Am besten zu viel nehmen, zu wenig ist immer blöd. Man kann immer noch was abschneiden. Wenn man zu wenig hat, ist es nachher einfach nur ärgerlich. Und dann braucht ihr ungefähr 40 bis 50 Bügelperlen. Ich habe hier einfach mal ein paar in den Deckel gekippt von meiner Dose. Und ich starte mit Rot. Und die erste Perle gebe ich einfach in die Mitte des Bandes. So, ich gucke, dass es passt. So. Jetzt ist es wichtig an diesem Punkt, dass die Perle wirklich in der Mitte bleibt. Also gut festhalten. Und dann geht es weiter mit der zweiten Farbe, mit Orange. Und die fädle ich als erstes in eine Seite hinein, es ist egal in welche. Und dann nehme ich das andere Band und stecke es von der Gegenseite durch. Und ziehe dann beide Bänder fest. Die rote dabei gut festhalten, damit sie nicht verrutscht. Und die anderen Bänder nachziehen. Bis die orangene Perle auf der roten sitzt. Es ist natürlich egal, welche Farben ihr nehmt. Ihr könnt jegliche Farben benutzen, die ihr gerne mögt. Ich nehme jetzt Orange und Rot. Und starte so mit einem Regenbogen und die Bänder sind jetzt immer noch gleich lang. Jetzt ist es nicht mehr so dramatisch, die können nämlich nicht mehr verrutschen, also kann ich das Ganze hier hinten loslassen und mache mit Gelb weiter. Ich mache jetzt einfach den Verlauf eines Regenbogens, ich gebe Gelb jetzt hier auf, die andere Seite genauso durch, seitenversetzt wieder und das Ganze festziehen, an beiden Seiten ziehen. Und das Ganze rutscht jetzt hier direkt passend dran. Dann geht es weiter mit Grün. Auch auf eine Seite auffädeln. Oh, das ist nicht grün. Das hier ist grün. Grün. Und die andere Seite passend durchgeben. Und festziehen. Dann Blau. Man kann die Perle auch einmal komplett durchrutschen lassen, bis sie hier unten ist. Und dann die andere Seite des Fadens durchgeben. Das funktioniert auch. Dann kann man hier einfach festziehen oder man macht es eben parallel. So. Und dann kommt Lila. Ich mache es lieber so, dass ich beide Fäden direkt durchgebe. Und sie dann beide festziehe. Aber das ist absolut Geschmackssache, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Und dann habe ich meinen ersten Regenbogenverlauf fertig. Und ich denke mal, so 4 oder 5 weitere werde ich noch machen. Und dann zeige ich euch, wie man den Abschluss des Armbands macht. Ich bin jetzt fertig mit dem Auffädeln. Ich habe insgesamt 36 Perlen aufgefädelt, also 6 Durchläufe des Regenbogens. Und ich mache das Ganze jetzt zu und dafür gebe ich ein Ende durch die erste rote Perle und ziehe das zu. Und ihr seht, die legen sich dann automatisch aneinander, die Perlen. Und die beiden Enden verknote ich jetzt. Ein
schönen Doppelknoten drauf machen. Gut festziehen. Und dann gebe ich noch einen kleinen Tropfen Sekundenklebe auf den Knoten selbst, damit er sich nicht wieder löst. Und lasse das einen Moment trocknen, wie gesagt, Sekundenklebe. Und dann kann ich das Ganze abschneiden. Möglichst kurz. Und das Ganze hält dann stabil fest und das Armband ist fertig und sieht dann so getragen aus. Wenn euch die Idee gefällt, wenn ihr vielleicht Lust habt, es mal nachzumachen oder vielleicht auch noch mehr Lust auf verschiedene andere Sachen mit Bügelperlen habt, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr, wie gesagt, noch mehr Lust auf Sachen mit Bügelperlen habt, schaut mal bei uns im Kanal vorbei. Wir haben eine extra Playlist für Bügelperlen mit verschiedenen anderen Anleitungen, entweder zum Bügeln oder auch wie hier, um die Bügelperlen so zu benutzen. Also ganz verschiedene lustige Sachen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, uns ein Abo dazulassen, wenn ihr es noch nicht getan habt, oder mal bei Twitter, Instagram oder Facebook bei uns vorbeizuschauen. Und ja, sonst könnt ihr natürlich das Video auch mit euren Freunden teilen, wenn ihr Lust habt. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration.